Ich begrüße jetzt hier Nora Bosson. Nora, magst du nach vorne kommen? Alles anders, das ist nicht nur eine gut klingende Alliteration, also zwei Worte, die jeweils mit dem gleichen Buchstaben anfangen, sondern das ist der Titel einer Veranstaltungsreihe hier im Salon der traditionsreichen Volksbühne. Hinter dem Titel steht folgende Überlegung: Die Welt ist mehr denn je das, was Angst macht und zugleich voll Hoffnung ist. Wir fragen uns, wohin führt die neue Zeit? Etwas ist ins Rutschen gekommen und Ungeduld wie auch Zorn brechen sich Bahn. Und zugleich ist da so eine Sehnsucht nach Halt und der Wunsch nach was Besserem. Wir erleben immer wieder, dass wer sich unbehaust und überfordert fühlt, sich auch schnell verraten fühlt. Viele Fragen tauchen auf. Globalisierung, Digitalisierung haben Gewissheiten aufgelöst. Und mit dem Reißen des sozialen Bandes fällt halt auch die Gleichheit. Was also ist zu tun? Sicher ist nur, dass es so wie es ist nicht bleiben wird. So, alles im Wandel, alles anders. Fragezeichen, Ausrufezeichen. In den kommenden Monaten werde ich hier in diesen Raum mit Menschen ins Gespräch kommen, die was zu sagen haben. Und diese Reihe beginnt eben heute mit der wunderbaren Schriftstellerin Nora Bosson. Sie werden sie gleich selbst erleben, aber ein paar Worte will ich doch noch zu ihr sagen. Nora verfasst Gedichte, Romane und politische Essays. Ihre Texte führen also dorthin, wo es schmerzhaft wird. Da bleibt nichts an der Oberfläche. Und wo andere auch mal schnell einen Vorteil fällen oder sich im Klischee verfallen oder sich zurückziehen, hört sie teilnahmsvoll zu, stellt Fragen. Fragen nach kolonialer Schuld, nach globaler Gerechtigkeit, nach Herrschaftsansprüchen des Westens und der Natur des Bösen. Mir ist ja Nora aufgefallen mit zwei Romanen, und zwar dem Roman 36,9 Grad. Den habe ich hier mitgebracht. Er ist ganz offensichtliches Product Placement, weil ich finde immer, Bücher kann man nicht oft genug bewerben. Den anderen wunderbaren Roman von ihr, Schutzzone, kann ich leider nicht mitbringen. Den hat nämlich gerade mein Mann in der Mache und liest den. Dieser Roman handelt von Antonio Gramsci und bei Schutzzone geht es unter anderem um die UN, um den Völkermord in Ruanda, in Friedensverhandlungen auf Zypern und. Sie sehen also, Nora stellt sich den ganz großen Themen. Über beide Bücher werden wir reden und ganz aktuell, nächstes Product Placement, ist von ihr der politische Band, auch morgen erschienen. Naja, ich lege es mal hier so dran. Da geht es eher um politische Essays und gerade ist ein neuer Generationenband in Arbeit. Vielleicht erfahren wir über den heute auch noch einiges. Was Nora auszeichnet, ist, dass sie sich nicht nur politisch interessiert, sondern sich auch positioniert. So unterstützte sie Unteilbar. Sie hat viele Literaturpreise gewonnen, allein im letzten Jahr 3 Stück. Den Wilhelm-Lehmann-Preis für Schutzzone, den Thomas-Mann-Preis und den Josef-Breitbach-Preis. Und bei der Laudatio, bei einer Preisverleihung, hieß es, ihr Werk sei zwar hochgradig politisch, sie moralisiere aber nicht. Herzlich willkommen, Nora Bosson. Bevor wir weiter ins Gespräch kommen, möchte ich mich natürlich bedanken. Zum einen bei der Volksbühne, die diese Reihe ermöglicht, da ganz konkret bei Sabine Zierke und bei Martin Klasenapp, mit dem ich früher sehr eng zusammengearbeitet habe, der die Idee zu dieser Reihe entwickelt hat. Und ich danke natürlich Ihnen für Ihr Kommen, auch dass Sie bereit waren, einen kleinen Eintritt zu bezahlen. Dieses Geld geht direkt an die Volksbühne, die es verpflichtet, Einnahmen zu erwerben. Und wir wollen auch, dass die Künstlerinnen ein gewisses Honorar bekommen. Ich als Bundestagsabgeordnete beziehe natürlich kein Honorar. Noch einige Worte zu mir. Sabine Zierke hat mich ja als Gastgeberin in dieser Reihe vorgestellt. Mein Name ist Katja Kipping. Sie kennen mich wahrscheinlich eher aus politischen Talkshows oder von Reden im Bundestag als Sozialpolitikerin. Ich war dann doch fast 9 Jahre lang Co-Vorsitzende der Partei Die Linken. Was weniger bekannt ist über mich, ist, dass ich meine Magisterarbeit über die Wechselwirkung von Literatur und Politik geschrieben habe. Meine aktuellen Bücher sind allerdings weniger Literatur, Romane und schon gar keine Gedichte, sondern heißen Neue linke Mehrheiten und Green New Deal als Zukunftspakt. Was mich an Literatur immer wieder begeistert hat, in all den Jahren, wo ich eher mit politischem Engagement beschäftigt war, ist, dass sie wie ein Seismograf wirken kann für Erschütterungen, dass sie für einen Seismograf für mögliche Entwicklungen, damit vielleicht auch als eine Warnung wirken kann, dass sie besser als jede politische Rede es ermöglicht, Lesern in einer anderen Welt abzutauchen.
Und dieses Abtauchen, das kann ein Rückzug sein, auch ein sich verstecken, aber kann eben auch ein Erforschen und Ertasten von anderen Möglichkeiten sein. Literatur kann Empathie wecken für andere, kann aus Unbekannten und Fremden zumindest gedanklich Vertraute machen. Und solch eine Annäherung nehmen wir jetzt auch heute in Angriff. In ihrem aktuellen Band, auch morgen, schreibt Nora: Literatur, die mich interessiert, ist jene, die von den eigenen Fähigkeiten zur Verletzlichkeit wie zur Verletzung berichtet. Das ruft ja geradezu nach offenen Worten. Und insofern will auch ich ganz offen sein. Sie erleben mich in einem Moment einer gewissen Verletzlichkeit nach einem Straßenwahlkampf mit entsprechenden, mit einem sehr, ja, für uns als Linke sehr schwierigen Ergebnis. Wie hast du, Nora, als politisch Interessierte, die ja auch gerade ein Buch über eine Generation schreibt und da mit ganz unterschiedlichen Leuten im Gespräch war, aber natürlich nicht direkt involviert war, die letzten Monate des Bundestagswahlkampfes erlebt? Ja, ich habe ja auch ein bisschen mitgemacht. Ich habe für die Linke Plakate geklebt, gehängt, sagt man heute, ne? Man klebt ja nicht mehr. Ich habe für Volt, es sind auch ein paar Leute hier, auch Plakate gehängt und auch wieder abgehängt. Das ist ja die eigentliche Arbeit, wenn man es dann hinter sich hat. Das ist manchmal auch die frustrierendste. Ich habe ein bisschen Straßenwahlkampf mitgemacht. Ich habe Christian Lindner in der S-Klasse begleitet auf seinem Wahlkampf. Ich war im Triell im Backstage-Raum mit dabei und habe mir angeguckt, wie so die drei Parteien SPD, CDU und Grüne das erleben, wenn da ihre Vorsitzenden auf der Bühne reden. Und habe deswegen natürlich immer noch von außen, aber doch ein bisschen mehr Einblick gehabt, als ich das in den Jahren davor hatte. Vielleicht fange ich mit dem Positiven an. Man soll ja nicht immer nur das Schlechte bereden. Das Positive fand ich neben allem unschön, was natürlich in solchen Wahlkämpfen passiert, dass letztlich es drei Spitzenkandidaten gab, die um das Bundeskanzler, Kanzlerinnenamt gekämpft haben, die immerhin alle drei klare Demokraten sind. Man mag den einen oder die andere besser oder schlechter finden, aber das finde ich ist erstmal etwas, was wir im Jahr 2021 leider vielleicht als etwas Positives benennen müssen oder benennen können auch. Ich finde jetzt die Sondierungsgespräche jenseits, ich meine, das kriegen ja auch wahrscheinlich die meisten mit, dieses Durchstechen von Informationen an die Bild, natürlich, das ist alles unfein und unschön. Dennoch finde ich, dass der Ton einigermaßen in Ordnung ist, dass wir nicht in einer totalen Schlammschlacht gerade abtauchen. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt gerade mitten in der CDU im Konrad-Adenauer-Haus sitzt, dann mag sie das Ganze nochmal etwas anders ausnehmen, aber ich finde, es hat noch eine gewisse Form und eine gewisse Fairness bewahrt. Unschön waren natürlich Sachen wie beispielsweise diese Kampagne, die große Kampagne gegen Annalena Baerbock mit den Gesetzestafeln. Das war einfach, ich weiß gar nicht, ob es misogyn oder antisemitisch oder beides war, in welche Richtung das sollte. Das war einfach ein Ausmaß an Instrumentalisierung von Vorurteilen, das ist hässlich. Es hat aber, wie ich hoffe, nicht den Erfolg gehabt, den sich die Initiatoren gewünscht haben. Was natürlich auch schockierend war, waren diese Plakate Hängt die Grünen. Also es ist ja jenseits von politischem Diskurs. Was ich tatsächlich spannend fand, auch gerade aus dieser Arbeit an diesem Generationenporträt, ist, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, bei den meisten hat es geklickt, dass das jetzt ein Aufbruch ist. Dass die nächsten 10 Jahre entscheidend sein werden, in diese oder jene Richtung, dass sich etwas bewegen muss. Und wir haben gestern noch mal drüber gesprochen, inwiefern das ein Wahlkampf der jüngeren Generation, also wenn wir uns so um 1980 geboren als die jüngere Generation bezeichnen dürfen, zumindest im politischen Bereich gilt das, glaube ich, noch. Da muss man vielleicht noch mal einen Moment einhaken, weil falls jetzt einige von Ihnen sich fragen,
wie kommt das, dass sie mit einem Lastenrad Plakate für die Linke klebt und danach mit Christian Lindner mit der S-Klasse fährt? Was macht diese Frau? Ist die ein Spion zwischen den Fronten? Wer bezahlt sie? Nein, das Ganze ist natürlich auch Recherche, muss man sagen, ne? Für ein Buch, wo es um eine Generation von Politikern geht. Das, glaube ich, führt auch zu den verschiedenen Fortbewegungsmitteln und Kontakten. Und das ist genau der Link jetzt auch zu dem Generationenthema. Genau. Und diese Fortbewegungsmittel, ich hätte übrigens auch mit einem Auto mitfahren können. Ich habe das Lastenrad dann zugelost bekommen, war dann aber ganz, ganz froh, weil in so Büchern, es sind ja so Schnitte, Szenenschnitte immer ganz schön. Und natürlich ist der Schnitt von einem Lastenrad der Linken zur S-Klasse mit Christian Lindner ein Schnitt, der was hermacht. Hätte man nicht schöner schreiben können, das Drehbuch. Und es kommt dann auch noch Christian Lindner hat so einen kleinen Kühlschrank da drin in der S-Klasse. Ich habe dann auch nochmal nachrecherchiert, das kostet 1.380 € Aufpreis. Das sind so kleine Fun Facts, die Sie dann auch in dem Buch lesen, erfahren können. Was aber tatsächlich, ich meine, ich habe mir natürlich genau diese Leute, die Politiker, Politikerinnen dieser Generation angeschaut, die jetzt ran wollen. Die, bei den Grünen hat man es natürlich sehr deutlich gesehen mit Annalena Baerbock, die Kanzlerinnenkandidatur angenommen hat. Bei der FDP ist Christian Lindner nun auch schwer zu übersehen. Ich habe mir nochmal das Kurzwahlprogramm angeguckt, das zu 50% aus Fotos besteht. Wer da drauf ist, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Aber sind hübsch inszeniert. Und ich will wirklich nochmal vom Positiven her reden, weil dieses etwas negativ zu reden, das mache ich auch häufig und gern. Ich habe mich auch mal so als die Berufspessimistin bezeichnet. Aber gerade jetzt bin ich eigentlich so sehr dafür, dass man auch mal das die Chance sehen kann und diesen Aufbruch, vielleicht übertreibe ich ihn, aber ich möchte ihn auch gerade übertreiben. Ich möchte jetzt gerade mal dran glauben, dass es so einen gewissen Aufbruch gibt und dass in den unterschiedlichen Parteien Leute diesen Alters und die Jüngeren vielleicht fast sogar noch ein bisschen mehr wirklich ran wollen und wirklich was verändern wollen und dieses weiter so einfach nicht mehr mittragen wollen. Und das, finde ich, gibt zumindest im Rahmen der Möglichkeiten so ein bisschen Chance zum Optimismus. Bei Alles anders fragen wir ja auch, haben wir die richtigen Antworten oder stellen wir die falschen Fragen? Deswegen nochmal jetzt bezogen auf die Inhalte, welchen Fragen sollte sich die nächste Bundesregierung ganz unbedingt widmen? Ich glaube, zentral ist wirklich zwei Fragen, die aber eigentlich eine sind, und das ist Klasse und Klima und wie beides zusammengeht. Ich glaube, das sind die Fragen hängen ja auch miteinander zusammen in beide Richtungen. Also zum einen, dass beide gegeneinander ausgespielt werden, das hat man ja auch häufig. Also sozusagen die Menschen, die nicht die ökonomischen Möglichkeiten haben, bei Alnatura einzukaufen, werden dann sozusagen als die Klimasünder diffamiert. Ich hatte das als ich in Jenschwalde recherchiert habe zum Kohleausstieg, wo auch wieder die Klimaaktivisten gegen die Kohlekumpels so ein bisschen ausgespielt wurden und es sehr, sehr schwer war, da einen Dialog überhaupt hinzubekommen. Also selbst die Leute, die bemüht waren, hatten es schwer. Es war einfach so schwerfälliges Gespräch. Und ich glaube, das wird sich, wenn es schief läuft, einfach extrem potenzieren. Also weil man sich ja natürlich auch, und da kann man einmal auf die Bundesrepublik Deutschland schauen, man kann aber nochmal auf den globalen Zusammenhang gucken. Es ist ja relativ offensichtlich, wen eine Verschärfung des Klimas und des Extremwetter und wirklich einer Klimakatastrophe, wenn man sie so nennen will, am meisten trifft. Und das ist vermutlich nicht irgendein Multimilliardär, der gerade ins All fliegt, sondern es ist vielleicht der Fischer auf einer kleinen Insel im Pazifik oder es ist vielleicht auch eine Person, die vom Hochwasser in Westdeutschland betroffen ist. Und da steckt, glaube ich, gesellschaftlich extrem viel Zündstoff drin. Und ich hoffe einfach sehr, dass das etwas ist, was wirklich mit Augenmaß, mit Klugheit angegangen wird. Und das muss natürlich politisch
politische Rahmenrichtlinien müssen gestellt werden, politische Weichen müssen gestellt werden. Das ist etwas, was ja offensichtlich, ich bin jetzt auch nicht die Erste, der das auffällt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen, vernachlässigt wurde. Ich erinnere mich an meine Kindheit, als ich noch so sehr vom Mickey-Maus-Heft erzogen, sehr auf Stromsparen aus war. Und damals war es ein Thema. Damals waren die abgeholzten Regenwälder ein Thema. Damals war saurer Regen ein Thema. Das Ozonloch war ein Thema. Das waren aber alles so Phänomene. Irgendwie haben die sich auch wieder aufgelöst. Das Ozonloch war plötzlich irgendwie auch kein Problem mehr und der saure Regen war auch weg und FCKW war irgendwie aus den Kühlschränken verschwunden. Und ich glaube, das ist so eine Gefahr, so erfreulich es ist, wenn bestimmte Katastrophenszenarien sich nicht in aller Größe verwirklichen. Umso mehr ist es eine Gefahr, dass es dann zu leicht genommen wird, so mit diesem Glauben, naja, das ruckelt sich schon wieder zurecht. Und das dürfen wir jetzt nicht mehr annehmen. Und wenn ich sage, die Politik muss da was machen, muss aber auch die Zivilgesellschaft was machen. Das tut sie mit Fridays for Future, aber es muss auch ein gesamtgesellschaftlicher Dialog stattfinden, der genau diese beiden Themen zusammenbringt und zusammendenkt. Also das war für mich ein Antrieb, Green New Deal als Zukunftspakt zu schreiben, weil ich der festen Überzeugung bin, nur im festen Verknüpfen kann man die soziale und die ökologische Krise zusammen entschärfen. Und ich glaube, dass zu viele fortschrittliche Kräfte zu viel Zeit verschwendet haben, sich jeweils vorzuhalten, was wichtiger und was prioritärer ist. Es gibt natürlich Situationen, wo es eine Kontroverse gibt. Aber ich glaube, die Herausforderung ist immer dann, die Lösung zu finden, die das zusammendenken. Klaus Dürre, mit dem ich neulich eine Veranstaltung hatte in Dresden, der hatte das auch, finde ich, ganz schön auf den Punkt gebracht, indem er nochmal eine Aussage unterstrichen hat, und zwar, dass es in den Gewerkschaften einen Climate-Turn geben muss, also eine Hinwendung zu dem Klimathema, aber eben auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung ein Labor-Turn, also eine Hinwendung auch zu den Problemen der Beschäftigten. Weil in der Lausitz ist das ganz klar zu beobachten, die Reaktion auf die Veränderungen, die anstehen, treibt ganz viele Leute dann in die Negierung, und zwar in die Arme der Klimaverleugnung, die dann verschiedenste Formen annimmt. Also da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit, Klimaklasse, Soziales im Zusammenspiel zu machen. Und das Zusammenspiel löst man nicht auf, indem man anfängt, eine interne Hierarchie aufzubauen, sondern ich glaube, man muss dann immer wieder die gemeinsame Lösung finden. Nach so viel Positivem, was du beschrieben hast, will ich aber sagen, im Band auch morgen fällt aber auch ein sehr nüchterner Satz, und zwar: Literatur darf zweifeln und sie darf auch verzweifeln. Sie ist nicht verpflichtet, Hoffnung zu geben, auch wenn es schön ist, wenn sie das kann. Gibt es auch was, woran man gerade verzweifeln könnte? Ja, ich glaube, es gibt sehr viel, woran man gerade verzweifeln kann. Die beiden genannten Themen zum Beispiel, also das, was wir mit dem, ich möchte wirklich eher Klimakatastrophe als Klimakrise, weil Krisen sind, das wirkt immer so wie so was kurz vorübergehendes, jetzt haben wir mal wieder 5 Jahre eine Krise und dann haben wir die nächste Krise. Und ich hatte in einem Gespräch mit Amina Sey, ging es um das Wort Krise, und ich glaube, man kann es gar nicht mehr im Singular verwenden, weil es sind ja eigentlich Krisen, die ineinander greifen, und die Corona-Krise ist ja auch Teil einer größeren Krise, die mit dem Klimawandel einhergeht. Und es ist einfach notwendig, dass es wirklich in allen, ich bleibe jetzt erstmal im kleinen Rahmen, in allen deutschen Parteien, bundesdeutschen Parteien, wirklich klickt, abgesehen von der AfD, wo ich das nicht glaube, und das ist dann auch irgendwie so. Also ich weiß nicht, inwiefern man da die jetzt braucht oder will oder wie auch immer. Das wäre nochmal eine andere Frage, wie man damit umgeht. Aber wirklich in allen anderen Parteien, auch in der CDU, muss es einfach Klick machen, weil ich glaube tatsächlich, wir kommen auch nur bis zu einem bestimmten Punkt weiter, wenn es, sagen wir mal, eine starke klimapolitisch aufgestellte Linke, eine starke klimapolitisch aufgestellte Grüne Partei gibt, die SPD, die sich da auch irgendwie dann so noch dazu setzt. Das reicht nicht, sondern es muss wirklich bei allen Parteien absolut durchgesickert sein, dass das Priorität ist. Und dann soll jede Partei aus ihrer eigenen Überzeugung, aus ihren eigenen Werten heraus Lösungen vorbringen und Lösungen vorstellen. Aber nur dann kann es eigentlich gelingen. Aber dieses Verschlafen, dieses Verschleppen,
ist etwas, was so nicht weitergeht. Und das, woran man verzweifeln kann, ist zum einen, dass es so lange so weitergegangen ist. Es ist auch natürlich die Frage, wenn man den Blick ein bisschen weiter stellt und nicht nur die Bundesrepublik im Blick hat, sondern wirklich sich anschaut, was bedeutet das global, welche Kämpfe sind da auszufechten, aber auch welche Gefahren kommen auf die Menschen zu. Es sind natürlich auch Fragen grundsätzlich nach globaler Gerechtigkeit, die ich einfach immer wieder besprechenswert und auch beschreibenswert finde, weil ich habe immer mal wieder zu Ostafrika beispielsweise was geschrieben, eine Region, die immer wichtiger wird, aber die eigentlich in der deutschen Medienlandschaft ganz, ganz wenig vorkommt, obwohl es uns so direkt angeht. Jetzt wäre natürlich die Versuchung groß, von der Frage der Klimagerechtigkeit hin sofort zu den Herausforderungen der globalen Politik und globalen Gerechtigkeit zu kommen. Ich will aber, wir sind ja hier in einem Theater, erst nochmal über deine Literatur sprechen. Und wir beginnen mal mit dem Roman 36,9 Grad. Der führt uns an historische Schauplätze, unter anderem einem Kongress, wo der schwerkranke Lenin spricht nochmal. Wir werden in eine italienische Klinik geführt, in der der sterbenskranke Antonio Gramsci nach 10 Jahren Haft von den Faschisten zum Sterben entlassen wird. Wir erfahren von seiner sehr besonderen Beziehung zu 3 Schwestern. Magst du uns kurz in den Roman einführen? Sehr gern. Also 36,9 Grad, er hat im Englischen einen, finde ich, passenderen Titel. Da heißt der Gramsci's Fall, mit so einer Doppelherbst oder Fall, oder das kann man so lesen, wie man möchte. Trifft es eigentlich besser für diesen Roman. Es gibt 2 Protagonisten, natürlich ganz zentral Antonio Gramsci, dessen Lebens- und Liebesgeschichte im Zentrum steht. Vielleicht sage ich zur Liebesgeschichte noch 1 bis 2 Sätze, denn ich wollte nicht einfach nur eine Liebesgeschichte, so ein bisschen Parfum über Antonio Gramsci sprühen, sondern es gibt eine Frage, die ich glaube, die ist in seinen Briefen, ich glaube tatsächlich in seinen Briefen, nicht in den Gefängnisheften, die mich damals berührt hat. Und das ist die Frage, wie ist es möglich für jemanden, der nie einen einzelnen Menschen geliebt hat, eine Masse von Menschen zu lieben? Und das ist natürlich für jemanden wie Antonio Gramsci, ein Marxist, der Gründer der KPI, also der Kommunistischen Partei Italiens, marxistischer Denker, eine fundamentale Frage. Zumal, so viel sei noch zu Antonio Gramscis Lebensgeschichte gesagt, er sehr lange das Gefühl hatte, dass er weder lieben kann, noch geliebt werden kann. Also eine sehr fragile Persönlichkeit in dem Zusammenhang. Und wenn man das dann sozusagen auf eine politische Ebene hebt, finde ich, eröffnet es einen unglaublichen Raum, der uns auch so weit bringt zu fragen, ja, was ist eigentlich Politik und was ist unsere Beziehung zu Gesellschaft, zu einer Gruppe von Menschen, was ist das im Verhältnis zum Einzelnen? Und diese Liebesgeschichte mit Julia Schucht, seiner Frau und ihren beiden Schwestern, es geht auch ein bisschen um Eifersucht, es geht aber vor allem auch sehr viel um Verlust, denn beispielsweise seinen 2. Sohn lernt er gar nicht mehr kennen, weil er schon in faschistischer Haft sitzt. Das ist aber auch eine Geschichte der Ernüchterung, denn Julia Schucht ist auch immer ein bisschen ein Synonym für die Kommunistische Partei der UdSSR, die ihn irgendwann im Gefängnis auch fallen lässt, beziehungsweise er fühlt sich fallen gelassen. Und dieser Rückzug der geliebtesten Person Julia geht einher mit diesem Fallen gelassen werden von der politischen Partei, die ihn hält. Und es ist teilweise in den Briefen auch nicht mehr, die natürlich durch eine 2-fache Zensur gegangen sind, nicht mehr ganz auszumachen, steht Julia eigentlich als Chiffre für die Partei, weil er nicht über die Partei schreiben darf, oder meint er wirklich sie? Und es gibt Situationen, in denen er sich völlig von ihr loslöst und sie sozusagen freigibt, warte nicht auf mich. Das kann man im Romantischen sehen, so als tragisches Ende einer großen Liebe. Man kann es aber auch im Politischen sehen, so dann geht weiter. Ich habe meinen Anteil gegeben, ich habe euch bestimmte Sachen gesagt. Gramsci hatte ja auch durchaus Dissens schon vor der stalinistischen Zeit, auch mit bestimmten Entscheidungen von Lenin. Also auch da zu sagen, ja, so weit bin ich mitgegangen, hier kann ich nicht mehr mitgehen, weil ich die Entscheidungen nicht mehr mittragen kann, weil ich finde, dass ihr eure Gegner falsch einschätzt, weil ihr nicht seht, dass der Faschismus die ganz große
Bedrohung ist, sondern ihr noch zu viele Nebengefechte ausfecht. Das Zitat steht in dem Buch auch ganz hinten drin. Ich habe immer einmal früher die Frage gestellt, wie es möglich sein kann, eine Masse von Menschen zu lieben für den, der nie einen einzigen Menschen geliebt hat. Und er geht dann über die klassenlose Gesellschaft weiter. Also ein weiterer Grund, sich dieses im Buch auch zu kaufen. Jetzt haben wir über Gramsci und die Liebesgeschichte gesprochen. Es ist ja, sich für eine historische Person zu entscheiden, ist ja auch immer riskant, weil es gibt unglaublich viele Biografen, viele, die das schon lange studiert haben und natürlich sowieso, wenn eine junge Frau darüber schreibt, wahrscheinlich erstmal das Bedürfnis haben, sie zu belehren, was sie vergessen hat, dazu erwähnen. Was hat dich zu Gramsci als Theoretiker und politischen Aktivisten geführt? Also tatsächlich war es jemand, den ich... meiner Kinder ist es ein bisschen übertrieben, aber so aus meinem Elternhaus kannte ich das noch, diese Bücher, die da im Regal rumstanden. Es hat mich sicherlich hat auch dazu beigetragen, dass ich in Italien studiert habe, wo er noch viel präsenter ist. Das ist ja klar. Also in Österreich ist er auch noch präsenter als in Deutschland. Hier ist er, finde ich, bedauerlicherweise sehr vergessen. Also noch nicht ganz, aber er konnte schon auch mal wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund geraten und nicht nur von Seiten der Extremrechten, die ihn gerade lesen und entdecken. Was mich aber auch interessiert hat und was ein Ausschlag war, ich wollte eine Geschichte schreiben über eine kommunistisch-marxistische, sozialistische, wie auch immer man das framen will, Geschichte, die ich als deutsche Autorin schreibe, da wäre dann immer DDR, Bundesrepublik so naheliegendes Thema. Aber es gab ja auch zum Beispiel den Eurokommunismus. Und dafür hat jemand wie Antonio Gramsci natürlich eine große Rolle gespielt. Antonio Gramsci der ist sehr früh gestorben, hatte aber sehr viele Leben. Denn er wurde immer wieder mit einer neuen Aufladung in den Vordergrund für eine bestimmte Bewegung gestellt. Und in Deutschland war in den 70er Jahren im Argument Verlag erschienen dann die Übersetzung. Da war er dann eine wichtige Figur für jene, um es ein bisschen böse zu sagen, so die Toskana-Fraktion, die sich dann den Kommunismus so mit Chianti am Weinhang vorstellten. Das ist jetzt ein bisschen böse. Aber er hatte eine andere Aufladung als so die ganz orthodoxen Denker und Vordenker. Und das fand ich interessant, das ist eben die zweite Figur, die noch in dem Roman wichtig ist, ist Anton Stöver, ein aller Ideale beraubter Mann, der nach Antonio Gramsci benannt wurde und der Antonio Gramsci eigentlich nur noch völlig entkernt ließ, der selbst nicht mehr die Kraft hat, noch an irgendwas zu glauben, an irgendwelche gesellschaftlichen Entwürfe oder Veränderungen oder Verbesserungen, sondern sich selbst extrem um sich selbst dreht und eigentlich schon so eine Figur des Narzissten ist, wie wir das nun auf dem politischen Parkett immer mal wieder beobachtet haben. Anton Stöver hat den Vorteil, dass er zu ungeschickt ist, um da eine große, mächtige Figur jemals zu werden. Es ist eigentlich so ein gebeutelter Typ, der ständig über seine eigenen Füße fällt. Aber tatsächlich diese Entgegensetzung. Ich muss sagen, ich glaube, wenn ich das Buch nochmal schreiben würde, würde ich Antonio Gramsci eine andere Figur dagegen setzen. Es gab mal eine Überlegung, die Movimento Cinque Stelle kam gerade in Italien auf, als ich da war. Und es gab so dieses Bewegungsgefühl. Irgendwie, man ist unzufrieden mit der Politik, wie sie läuft. Und man möchte es irgendwie anders machen. Man möchte irgendwas verändern. Und das war eine Überlegung, eine vielleicht Studentin oder nicht mehr ganz Studentin, jedenfalls eine junge Frau zu nehmen, die Gramsci für sich neu liest und eigentlich nochmal so eine neue Belebung von einer visionären Politik reinführt. Und ich glaube, dass, wenn ich es nochmal schreiben würde, würde ich das eher wählen. Ich habe es mich damals nicht getraut. Ich konnte auch zu wenig einschätzen, zu Recht zu wenig einschätzen, wie sich eigentlich dieses Movimento Cinque Stelle entwickeln wird, was das alles auf sich hat. Es war noch relativ in den Kinderschuhen. Es war damals auch schon so ein bisschen ambivalent mit Beppe Grillo, dem Komiker, der das Ganze mitgegründet hat. Aber das ist zum Beispiel auch mal so ein Beispiel, dass man Jahre später auf das eigene Buch schaut und sagt, ja, mit den Stellen bin ich noch zufrieden, aber das würde ich echt anders
machen heute. Ja, vielen Dank, dass wir auch mal diesen intimen Einblick bekommen haben, wie ein Buch, wenn es nochmal geschrieben würde, anders geht. Ich kann ja dann auch sagen, mein Zugang zu Gramsci, da haben, glaube ich, Wolfgang und Fricke Haug einen sehr großen Anteil mit beim Argument Verlag, die ich finde auch immer wieder geschafft haben. Also gerade Fricke, ja, die Lektüre von Gramsci, Luxemburg und Brecht runterzubrechen, wie ein marxistischer Feminismus oder feministischer Marxismus aussehen kann. Und auch ja, nachfolgenden Generationen von linken Frauen, also wirklich dialektisches Agieren im Sinne von eingreifenden Handeln nahezubringen, das war so mein Zugang. Deswegen war ich total begeistert, als es einen Roman über ihn gab. Er selber sagt ja, die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler. Was würdest du sagen, weil man muss dazu sagen, wir haben zwei Diskursspaziergänge zusammen gemacht und jedes Mal irgendwie gab es so einen Moment, wo wir uns total darüber aufgeregt haben, wie offensichtlich es ist, dass die neue Rechte so viel Gramsci rezipiert und auch offensichtlich das Ringen um Hegemonie da sehr stark verinnerlicht hat und wie ärgerlich es ist, dass es so wenige linke kritische Köpfe gibt, wo ich das Gefühl habe, die haben Gramsci verinnerlicht. Ja? Also das war so eine Gemeinsamkeit, die wir festgestellt haben, diesen Ärger darüber, dass just die falschen politischen Kräfte von ihm die richtigen oder wichtigen methodischen Lehren, aber dann halt für falsche Inhalte verwenden. Aber jetzt nochmal runtergebrochen auf heute hier, was würdest du sagen, gibt es was, was man als progressiver, linker, kritischer Mensch heutzutage von Gramsci auch lernen kann? Also ich glaube, und da ist ja die Extremrechte leider nicht ganz doof, die lernen schon die Basis, die machen so den Basis-Workshop Gramsci für Einsteiger, aber das machen sie dann sehr konsequent. Also natürlich geht es um die Frage nach kultureller Hegemonie. Also die auch, es finde ich, es sagt eigentlich auch, kann man auch ganz gut anwenden für die Situation, die wir jetzt gerade haben. Also was passiert eigentlich, wenn eine politische Partei, eine politische Bewegung zwar noch herrschend ist, aber nicht mehr führend? Das ist so eine Unterscheidung, die Gramsci aufmacht. Und er sagt, dass führend bedeutet, dass man eigentlich den Konsens in einer Gesellschaft besetzt. Und das sieht man natürlich bei den Rechten, bei den Extremrechten, wie sie Diskursverschiebungen ja nun seit Jahren relativ erfolgreich voranbringen. Man sieht aber auch, wie, ich finde, man sieht ohnehin sehr, dass die auch von linken Aktivismus sehr gründlich gelernt haben, wenn man die identitäre Bewegung sich anschaut. Und ich glaube, das, was Gramsci sehr gut analysiert hat, ist, wie Macht funktioniert. Und das bedeutet, er nimmt das Beispiel Revolution. Ich bin jetzt nicht so die Revolutionärin, ich bin immer mehr für Reform. Aber trotzdem kann man das, was er analysiert, absolut übertragen. Das ist zum einen, dass die Veränderung im Kopf passiert und dass man sozusagen die Köpfe der Menschen gewinnen muss. Und dass in seinem Fall, er würde dann Revolution sagen, nichts ist, was man einmal gewonnen hat. Also die Revolution war da und die war irgendwie, ob die jetzt am Sturm aufs Winterpalais oder genau, Sturm der Barrikade, was so das die war, genau. Symbolische Übertragung ist. Genau. Und dann hat man es und dann ist es. Sondern nein, das ist eigentlich ein Moment in einer permanenten Revolution, die damit natürlich überhaupt noch nicht abgeschlossen ist, sondern die da vielleicht einen sichtbaren Höhepunkt hatte, aber die vorbereitet werden musste, also die Gruppen von Menschen organisieren musste und die auch danach nicht einfach zerfallen und zerfleddern kann, weil sonst gibt es natürlich den reaktionären Backlash. Und ich finde vor allem dieses Führen und Herrschen sehr interessant. Das kann man ja auch im Kleineren jetzt anschauen. Mir schien, dass zum Beispiel dieser Wahlkampf, der jetzt teilweise auch immer als blutlos beschrieben wurde und irgendwie sind so die drei, die da am meisten in der Öffentlichkeit stehen, sind ja auch nicht so die charismatischen und so richtig, um was geht's eigentlich? Und dass mir fast ein bisschen schien, dass diese drei Leute auch wussten, dass wir eigentlich an einem Moment stehen, wo man zwar herrschen kann und wo sie sich für das Amt im Bundeskanzleramt bewerben können, also sozusagen, wo eine Herrscherposition erstmal gesetzt ist, aber das Führen etwas ist, was in der Zivilgesellschaft entsteht. Und das natürlich, was beispielsweise Fridays for Future sind da immer sehr
deutliches Beispiel, weil die natürlich mit einer gewissen Standfestigkeit, mit einer gewissen Lautstärke, mit einer gewissen Vehemenz tatsächlich ein Thema nach vorne gebracht haben, was so lange immer so, ja, nee, Klima ist auch, ja klar, nee, Umweltschutz ist auch wichtig. Ich erinnere mich daran, ich habe mal für die Taz so eine Kolumne. Warte ganz kurz, ich würde gerne an dem Punkt kurz festhalten, vielleicht auch eine kleine, ja, vielleicht haben wir eine Kontroverse oder auch nicht aufmachen, weil in der Tat Fridays for Future war und auch ja schon davor die Umweltbewegung sehr erfolgreich, das Thema sehr stark zu machen. Und trotzdem würde ich sagen, am Ende des Tages braucht es, das ist, sind zumindest meine Lehre aus der ganzen Geschichte mit dem historischen New Deal unter Roosevelt, am Ende braucht es auch eine entsprechende Regierung, die die Maßnahmen umsetzt. Und was jetzt am Ende rauskommt, ob ein früherer Kohleausstieg oder nicht, ist total offen und dann durch die jetzigen Mehrheitsverhältnisse nicht gerade leichter, weil es gibt keine klaren sozial-ökologischen. Also da würde ich sagen, diese Übertragung dann wiederum in entsprechende Regierungsmehrheiten, die fehlt jetzt. Und das ist so ein Momentum, da würde ich sagen, das ist bei Gramsci nicht drin. Aber also klar, ich würde dir immer zustimmen, es muss in der Zivilgesellschaft vorbereitet werden, aber diese Übertragung ist irgendwie ist noch eine Aufgabe. Ja, und das ist aber eigentlich genau dieses nur führend bringt es halt auch nicht. Führend und herrschend muss zusammengehen. Also, und ich wollte eigentlich nur diese Anekdote, dass ich habe für die Taz Kolumnen geschrieben und ich weiß noch, was ich da irgendwann mal überlegt, da ist mir kein Thema einfach, ja, ich könnte ja auch mal wieder was über Umwelt machen. Und ein Freund, dem ich das erzähle, sagt, ja, Umwelt, ja, wäre auch mal wieder so ein lustiges Thema, ist ja lange nicht mehr gewesen. Das war so vor 5 Jahren und ich meine, heute denkt man sich, ja, erstaunlich, dass das, ich meine, in der Taz, das ist jetzt ja auch nicht die antiökologischste Tageszeitung, die man sich denken kann, aber war eher so, ja, vielleicht nimmst du eher was Naheliegenderes als jetzt so ein Umweltthema. Und wie naheliegend das ist, haben wir ja diesen Sommer auch gemerkt, mhm, ne, beim Hochwasser. Wollen wir mal von Gramsci zur Schutzzone übergehen. Dieser Roman hat mir die Welt der UN nahegebracht. Er ermöglicht einzutauchen in die Arbeitswelt von UN-Mitarbeiterinnen. Und bevor wir über die ganz harten und also auch wirklich ganz schrecklichen Themen darin reden, mir ist da eine sehr lustige Sache aufgefallen, und zwar ist die Rede von der sogenannten Nilpferd-Challenge. Was hat es damit auf sich? Ist das eigentlich eine literarische, eine künstlerische Freiheit oder gibt es so etwas wie die Nilpferd-Challenge wirklich in der UN? Ja, ich erkläre sie erstmal. Das kann man auch gern zu Hause nachspielen oder auch während der Arbeitszeit ist es sehr beliebt. Es funktioniert so, dass man ein Wort, was nichts, also man schreibt einen Bericht und man schleust da ein Wort ein, was eigentlich nicht mit dem Bericht zu tun hat. Es kann, in dem Fall ist es ein Nilpferd, es kann aber auch Badewannenstöpsel sein beispielsweise. Ihrer Fantasie ist da freier Lauf gelassen. Und es geht darum, derjenige oder diejenige bekommt am meisten Punkte, deren Bericht die meisten Schreibtische passiert hat, ohne dass irgendjemandem der Vorgesetzten aufgefallen ist, dass der Badewannenstöpsel da eigentlich gar nichts zu suchen hat. Und da meine Fantasie ja eher begrenzt ist, ist das tatsächlich ein Spiel, was mir zugetragen wurde aus internen Kreisen der Vereinten Nationen, was ich mir nicht ausgedacht habe. Es hat aber, um gleich wieder vom Lustigen zum weniger Lustigen rüberzukommen, natürlich eine, wenn man sich die Vereinten Nationen gerade in den 90er Jahren anschaut, eine bitterböse Nebengeschichte. Denn 1994 brach in Ruanda ein Genozid aus. Und der dort zuständige Blauhelm-Offizier, Kommandeur Romeo Dallaire, schrieb immer wieder nach New York, wir brauchen Verstärkung, das läuft hier aus dem Ruder, wir kriegen das nicht mehr in den Griff. Und das war so ein bisschen der Badewannenstöpsel, der sehr viele Schreibtische passiert hat und nichts ist passiert. Und nichts ist passiert, weil es ist ja alles sehr weit weg. Und dann, ja, so Berichte kommen ja immer mal. Und sind die jetzt so ernst zu nehmen oder nicht? Und das ist wirklich die bitterböse andere Seite dieses lustigen Spiels, dass manchmal die Worte, die wirklich wichtig sind, eben auch übersehen werden. Und das ist natürlich, da kommt man vielleicht, glaube ich, schon zu dem Kern dessen, was auch problematisch ist, natürlich bei so großen Organisationen der Vereinten Nationen, was aber auch, glaube ich, über die Organisation vielleicht auch einfach viel über das Menschliche sagt, dass wir manches überlesen, was wir so nicht wahrhaben wollen, weil wir doch immer
einen gewissen Hang zur Harmonie haben und an eine harmonischere Welt glauben wollen, als die, die wir eigentlich sehen müssten. Ich kenne ja, also ich lese sehr, sehr viele Romane, aber ich kenne wenig Romane, die wirklich in der Welt der UN und der Verhandlungen da einführen. Wie bist du darauf gekommen? Also weil man wird ja wirklich richtig, man sieht die Pfauen und das Ganze alles und die Arbeitsweise und die Konflikte alle, man ist so mittendrin. Ja, wie war dein Zugang? Wie bist du darauf gekommen? Tatsächlich, also mein Cousin arbeitet bei den Vereinten Nationen und wir sind so ein bisschen, wir sind eigentlich so, fast so wie Brüderchen und Schwesterchen, also wir sind so sehr eng. Ich habe ihn immer total bewundert. Er hat übrigens auch mal in der London School of Economics Völker, wie heißt das da nochmal? Also er war jedenfalls ein Kommilitone von Annalena Baerbock. Und steht das auch alles richtig im Lebenslauf? Nein, ich glaube, bei ihm steht es gar nicht im Lebenslauf. Anderer Kommilitone, an den erinnerte er sich noch ein bisschen besser, das war der Sohn von Gaddafi, der damals selten an der Uni war, aber eine formidable Abschlussarbeit einreichte. Das hat dann noch zu einem extremen Eklat an der London School of Economics geführt, also nur so nebenbei. Aber dessen Auseinandersetzung mit internationaler Politik habe ich immer wahnsinnig interessiert begleitet und dadurch war ich natürlich schon immer interessiert an genau diesem Milieu und hatte auch einen relativ innigen Einblick. Also nicht nur einen Einblick, wie funktioniert was und wie sind die Abläufe und was sind die, keine Ahnung, Beförderungswege und wann kommt man wohin, sondern an was glauben die Leute am Anfang, was sind auch die Desillusionierungen, was sind die Zweifel, denn es gibt garantiert Leute bei den Vereinten Nationen, die da einfach so einen Karrierejob machen und die, ja super, klingt gut, ich verdiene gut Geld, das ist wirklich was es hermacht, aber es gibt schon sehr viele Leute, die wirklich an die Sache glauben und die ja selbst an all dem, was nicht funktioniert und was vielleicht zum Teil Versagen von einzelnen Stellen ist, zum Teil aber auch in der Natur der Sache liegt, auch verzweifeln und die natürlich noch mal mehr verzweifeln, weil es ihr tägliches Brot ist und weil sie selbst mit ihrem ganzen Tun sich für etwas einsetzen und dann sehen, wie es vor ihren Augen wieder in sich zusammenfällt oder nicht weitergeht. In Auch Morgen hast du das ja, finde ich ganz wunderbar, einen Satz auf den Punkt gebracht. Also es gibt eine Entwicklung bei der UN vom Idealismus zum Pragmatismus zum Zynismus. Du sagst selber, dass von diesen drei Stufen du den Pragmatismus den sympathischsten findest. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich erst mal geschluckt, aber ich fand ihn dann wieder von so einer Ehrlichkeit und irgendwie, also einer Ausdruck auch einer Beobachtungsgabe. Du hast auch geschrieben, gute Absichten verkehren sich schnell in ihr Gegenteil, wenn sie auf oberflächlichen Interesse beruhen. Was ist ein Beispiel für oberflächliches Interesse? Naja, ich glaube, wenn man bestimmte Konflikte benutzt, um sich selbst zur Schau zu stellen. Manchmal sind es auch wirklich gut gemeinte Ansätze, die dann aber nicht gut genug umgesetzt werden und tatsächlich vor Ort mehr Schaden anrichten, als sie tatsächlich an Gutem bringen. Beispielsweise die Wahrheitskommission, das ist ja ein Instrument, was Gesellschaften, die einen schlimmen Konflikt, also wirklich traumatische Konflikte innerhalb der Gesellschaft, für im ersten Schritt überwunden haben, die aber natürlich Gefahr laufen, in eine Gewaltspirale zu fallen oder einfach die Gesellschaft sehr absolut zersplittert zurückzulassen, da eingesetzt werden. Man kann viel Gutes darüber sagen, man kann auch viel daran kritisieren, was daran nicht funktioniert. Das würde, glaube ich, da könnte man noch eine eigene Podiumsdiskussion zu machen. Aber tatsächlich sowas, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil ich das immer ranziehe, das Beispiel, aber das für eine Theaterinszenierung zu nehmen, finde ich immer problematisch, weil man den Menschen dann etwas verspricht, was man nicht einholen kann. Und so sehr man diese
auch die Behäbigkeit von diesen großen Instrumenten kritisieren muss. Internationaler Strafgerichtshof ist ein weiteres Beispiel, wo natürlich es einen wahnsinnig macht, wenn man zuguckt und man weiß, es dauert so lange. Es dauert so lange und dann die Strafen sind, wenn man sich anschaut, was für Menschen dort verurteilt werden, kommen einem die Strafen viel zu klein vor. Aber trotzdem muss man, oder bin ich zumindest der Meinung, dass man sich doch an diese juristische Genauigkeit, dass man gut daran tut, sich an diese juristische Genauigkeit zu halten. Denn sonst zieht man aus Leuten immer wieder Geschichten raus, die sie retraumatisieren und die man kurz aufleuchten lässt und dann lässt man die Leute wieder alleine zurück. Und das ist eigentlich ein Ausnutzen ihrer Traumata und es ist eine weitere Verletzung ihrer Person. Und da muss man unglaublich vorsichtig sein und sehr behutsam. Und wie gesagt, also mein eigenes Unbehagen ob dieser langfristigen Prozess und diesem ganzen Ungenügen ist total da. Aber dennoch bleibe ich am Ende, wenn ich mir das alles anschaue, doch auf der Seite dieser Langsamkeit, da sie eine Gründlichkeit und dann auch gewisse Fairness hat, die sich nicht immer im Einzelfall als Fairness ausnehmen mag, aber ja, die als Fairness zumindest eine Balance schafft. Dein Blick auf die UN ist ja sehr schonungslos und zugleich ist ja deine, also eine Faszination, du hast es jetzt selber auch angesprochen, wie würdest du ihr Potenzial beschreiben? Die Vereinten Nationen sind natürlich mit einem Auftrag gegründet worden, mit einer Hoffnung gegründet worden, die wunderschön wäre, wenn sie wahr werden könnte. Das ist nämlich ganz schlicht zwei Punkte. Zum einen das Nie wieder, also aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und insbesondere der Shoah, zu sagen, wir wollen, dass so etwas nie wieder passiert. Und das Zweite ist, auch aus dieser Erfahrung heraus, tatsächlich nie wieder Krieg. Nie wieder, wir sind die Friedensinstitution. Wir sind die, die dafür sorgt, dass weltweit Frieden gesichert ist. Und das Tragische daran ist, dass vielleicht schon das Scheitern impliziert hat. Dass das und das ist dann gleichzeitig aber auch wieder etwas, warum ich glaube, dass solche Institutionen wichtig sind. Denn sie sind Utopien, die in eine Form gegossen werden. Und Utopie ist ganz toll, solange sie noch nicht in eine statische Form gegossen ist. Denn dann funktioniert sie ja immer. In der Vorstellung funktioniert sie ja immer ganz wunderbar. Und für die UN und ebenso auch für den Internationalen Strafgerichtshof würde ich trotz aller Kritikpunkte immer noch sagen, ja, sie haben sich getraut, den Weg der Realisierung zu gehen. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie nicht mehr so schön strahlen, dass sichtbar wird, woran Institutionen kranken, woran auch wir Menschen, wir in unserer ganzen, ich rede vielleicht von mir, meiner ganzen Mittelmäßigkeit, ich als Mensch, natürlich bin ich auch nicht so ideal, wie ich die Nora wäre, die eine Utopie wunderbar umsetzt, sondern... Vielleicht wären dann die Bücher auch nicht so schön. Aber das rechne ich diesen Institutionen extrem hoch an und natürlich haben die Vereinten Nationen große Probleme. Es ist eine Institution, die aus der unmittelbaren Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, aber auch aus der unmittelbaren Erfahrung des Mächteverhältnisses nach 1945 entstanden sind. Das heißt, wenn wir uns heute anschauen, immer das beste Beispiel, Sicherheitsrat, wer sitzt da, wer hat ein Vetorecht, kein Land des globalen Südens, Afrika komplett raus, ist in Europa relativ überrepräsentiert, muss man einfach sagen. Und das ist natürlich etwas, wo man schon sieht, dass es vorne und hinten nicht wirklich passt. Man sieht natürlich auch die ganzen Skandale, die da waren, also die Programme, Food for Oil, Oil for Food, ich bringe das mal durcheinander, also logischerweise Öl soll dann am Ende Nahrungsmittel in die betroffenen Regionen bringen oder dieser Austausch stattfinden, wo es ein Loch gab und wo dann doch wieder Korruptionsgelder geflossen sind und all das, also all dieses Unschöne, ja, dem muss man
nachgehen und gleichzeitig, ich sehe schon, dass auch die UN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich an Reformen interessiert sind und dass das nicht ein blinder Kasten ist, der sagt, du, immer weiter so, einmal winning horse, never change the winning horse, auch wenn es schon längst irgendwie zusammengebrochen ist. Aber dass natürlich diese kleinen Reformen ein bisschen im Missverhältnis stehen zu dem Großen, was da unstimmig ist und was natürlich sehr viel auch über zum einen über ein altes Mächteverhältnis erzählt, was Große wieder sich ganz gut dagegen stemmt, dass ein Mächteverhältnis sich vielleicht auch mal global wandelt und was natürlich auch was über westliche Hegemonie erzählt, weil wie gesagt, also der ganze afrikanische Kontinent ist als Vetomacht da nicht gerade vorgesehen und ich sehe jetzt auch nicht, dass in der nächsten Zeit Frankreich sagt, ach ja, wir haben echt da in Afrika auch während der Kolonialzeit echt blöde Sachen gemacht, so als Ausgleich geben wir denen jetzt mal unseren Sitz im unser Vetorecht im Sicherheitsrat, sehe ich jetzt nicht so kommen. Du hast jetzt die Afrika angesprochen, auch schon den Völkermord in Ruanda. Und es gibt in einem, ja, eigentlich eine Reportage, die du geschrieben hast, so eine Stelle, die das nochmal die Dimension des Völkermordes verdeutlicht. Und ich zitiere jetzt: Welche Sprache sprichst du mit deinen Eltern? Fragt eine Bekannte ihren jungen Mitarbeiter. Also die Bekannte ist sozusagen aus der westlichen Welt kommt und der junge Mitarbeiter dort vor Ort. Und seine Antwort: Eltern habe er nicht mehr. Und das ist so, und dieser kleine Wechsel macht so deutlich, ja, dass eine ganze Generation auch aufwächst ohne Eltern. Und als wir uns unterhalten haben, hast du ja gesagt, gerade mit Blick auch auf Ruanda, hast du eine Kontroverse, die du ansprechen willst. Ach so, ja. Genau, also um nochmal über Ruanda oder was in Ruanda auch passiert ist. Ich habe schon kurz von Romeo Dallaire gesprochen. Die Situation in Ruanda war tatsächlich so, es gab einige UN-Blauheim-Soldaten, die ein Mandat hatten, was de facto nicht ausreichte, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Es gibt ganz viele Unteraspekte, die da noch reinspielen. Also wenn man sich beispielsweise Bilder aus den Tagesthemen aus der Tagesschau anguckt, ist es schockierend. Man sieht ein Meer von Menschen, was sich so trennt und so die paar Weißen, die werden dann durchgelassen, die werden evakuiert, die kommen zum Flughafen, die fahren dann nach Köln-Bonn. Und das ist natürlich, also ich meine, das zeigt so schockierend, was da vom Westen falsch gemacht und falsch gesehen wurde. Nicht, dass natürlich jedes westliche Land ein Interesse daran hat, die Botschaftsmitarbeiter da rauszuholen aus einer eskalierenden Situation, das ist ja klar. Aber das, was tatsächlich, glaube ich, oder was ich finde, was die Lehre aus diesem wirklich schlimmsten Völkermord seit dem Zweiten Weltkrieg ist, und Srebrenica spielt dann innerhalb von Europa natürlich auch mit rein, ist, dass dieses klassische Raushalten seine Grenzen hat. Und das, was in Ruanda tatsächlich aus meiner Sicht notwendig gewesen wäre, wäre ein Eingreifen von Blauheim-Soldaten, auch von westlichen Truppen, von westlichen Blauheim-Soldaten, in Srebrenica das Gleiche, und der Versuch zu verhindern, dass diese Situation immer weiter in eine mörderische Gewaltspirale sich in die Höhe schraubt. Und am Ende sind, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber ungefähr 1 Million Menschen umgekommen. Und genau, die Kontroverse, die wir auch schon mal so ein bisschen vor angesprochen haben, ist, dass ich, also mein Blick auf Sicherheitspolitik und auf, ja, auch auf Militär sehr stark durch diese beiden Ereignisse geprägt sind. Die Situation in Ruanda und die Situation in Srebrenica und tatsächlich für mich dieses Responsibility to Protect, dieses völkerrechtliche Novum, was auch danach kam, also es gibt die Schutzverantwortung, die besagt, wenn ein Land die
das Leben der eigenen Bevölkerung nicht mehr schützen kann, wenn es hin zu Kriegsverbrechen, wenn es hin zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit kommt, wenn es zu ethnischen Säuberungen und zum Genozid kommt, dann hat die Weltgemeinschaft eine Verantwortung einzugreifen. Und das entspricht jetzt nicht unbedingt dem was die Linke sicherheitspolitisch vertritt, oder zumindest wenn ich euch nicht komplett falsch verstehe. Aber ich finde es ja gut, dass wir die Kontroverse ansprechen. Ich finde es total angenehm. Also wir haben ja schon ein bisschen drüber diskutiert, die Ebene, auf der wir das machen, weil ich natürlich immer noch etwas traumatisiert von diesem Wahlkampf bin, wo diese, sage ich mal, sehr schweren Fragen, die ja auch nicht leicht zu beantworten sind, natürlich dann auf der Ebene von Bekenntnissen, die auch noch von Herzen kommen müssen zu Institutionen und so weiter sind. Und ich sage, das ist doch nicht die Dimension, auf der man so eine Sachen behandeln kann. Ich kann aber meine Position dazu sagen, weil ich jetzt ja gar nicht als Pressesprecherin einer Partei hier sitze, sondern erstmal als Katja Kipping. Ich selber bin ganz stark in meiner Politisierung geprägt worden von der Herangehensweise des Pazifismus und fand das immer sozusagen einen sehr überzeugenden Ansatz, vor allem in einer Welt, in der es so unendlich viele Akteure gibt, die ökonomisch ein großes Interesse daran haben, immer wieder Bürgerkriege, Konflikte vom Zaun zu brechen. Und ich so ein bisschen geschaut habe, okay, welche Funktionen habe ich drin? Ich kann sowieso nicht alle Probleme der Welt lösen. Was ist die Funktion vielleicht dann auch der Partei, in der ich bin und mit der ich zusammen Politik mache? Und zu sagen, in einer Welt, wo wir auch wie Christa Wolf schon in Cassandra in den 80er Jahren geschrieben hat, ne, man müsste die Gesetze festhalten, an denen man erkennt, dass ein Krieg beginnt. Und er beginnt natürlich damit, dass die Wahrheit auf der Strecke bleibt. Dass wir auch immer wieder erlebt haben, dass Kriege mit Lügen vorbereitet worden sind. Und es zu sein, dass das heute nochmal, also auch durch diese schnellen Kommunikation und dann schnellen Entscheidungen auch sehr leicht ist, Lügen vorzubereiten. Und da habe ich immer gedacht, bin ich sehr froh, dass es eine politische Kraft gibt, die sich da erstmal auch ganz bewusst knallhart immunisiert dagegen. Und zugleich würde ich immer eingestehen, dass es wenige, ich würde sagen sehr wenige Fälle, aber Ruanda ist ein solcher Fall, ist, wo man sagen muss, okay, dort ist der Pazifismus nicht moralisch auf der überlegeneren Seite. So. Ich war jetzt nicht in der Situation, jemals als Außenministerin entscheiden zu müssen, wie man sich dann verhält oder so, sondern eher nur in der Situation, 9 Jahre lang, wie man als Parteivorsitzende in einer hegemonialen Anordnung, wo es die Kräfte des Militarismus immer total gut und leicht hat, eine Hegemonie herzustellen, da nur eine Gegenkraft darzustellen. So, aber ich finde die Frage, die gestellt wird, total rechtfertigt und zugleich, muss ich sagen, fand ich immer, gab es sehr viel, was für ein sehr konsequentes Nein zu Kriegseinsätzen gesprochen hat. Also ich glaube zumindest, da kann ich schon zustimmen, dass es absurd ist, so ein Herzens, ich meine, wer es machen will, soll es machen, aber Institutionen sind ja da, um Institutionen zu sein. Menschen kann man lieben. Ich weiß nicht, ob man Institutionen so wirklich lieben kann. Man kann sie unterstützen oder kritisieren. Und manchmal ist das Kritisieren auch eine Form des Unterstützens. Aber trotzdem bin ich da, glaube ich, insgesamt natürlich deutlich weiter auf der Seite, wo ich wirklich sagen würde, dass Sicherheitspolitik, und natürlich wird sich Sicherheitspolitik auch verändern und wir werden sicherlich mehr in den Bereich von Cyberangriffen kommen, wo man ganz anders auch Militär und Sicherheitspolitik denken wird, denken muss, denken kann. Dennoch auch gerade die geschürten Konflikte. Ich glaube, ich habe eine andere Vorstellung davon, was Gewaltmonopol, ich habe vielleicht eine positive Vorstellung davon, die ganz sicher nicht mit Deutschland vor 45 zusammenhängt, das ist völlig klar, aber dass ich doch zumindest diesen langwierigen Prozess der Bundeswehr, den ich wahrscheinlich vor 20 Jahren auch noch mal anders gesehen hätte, aber durch die Gespräche, die ich jetzt für das Buch geführt habe, tatsächlich, ohne dass ich jetzt überzeugte Militaristin wäre, aber da doch in der jüngeren Generation ein sehr starkes Bewusstsein empfinde für die Angemessenheit, für Zurückhaltung, aber auch für tatsächlich für Einsätzen für die Demokratie. Das kann man auch wieder kritisieren. Also
Ganz sicher funktioniert es nicht, dass man Demokratie mit Waffen irgendwo reinmeißelt. Aber sagen wir mal, das würde jetzt, glaube ich, auch würden jetzt eher wenige Bundeswehroffiziere so unterstreichen, sondern es ist ja so ein weiterer Ansatz. Aber ich glaube, dass ich immer noch, zumindest in einer, da bin ich nochmal beim positiven Bild einer aufgeklärten Demokratie in der Bundesrepublik, dieses staatliche Gewaltmonopol, was ja Teil des Staates ist, mir immer noch mehr Vertrauen abverlangt als Gewalt, die sei es aus ökonomischen Interessen, ja, meistens sind es ökonomische Interessen, irgendwo geschürt wird und laufen gelassen wird und sich dann immer weiter eskaliert. Also beispielsweise in Ruanda war das ja auch keine Sache, die plötzlich so vom Himmel kam. Es war etwas, was natürlich vorbereitet wurde, wo die Warnzeichen lange vorher sichtbar waren, wo es Leute gab, die gewarnt haben und wo dann gleichzeitig wieder die, da kann man dann auch wieder bestimmte Entscheidungsträger, vor allem Entscheidungsträger aus dem Westen angreifen, die sehenden Auges nichts getan haben. Also François Mitterrand beispielsweise, der da eine gewisse zynische Haltung dazu hatte. Weißt du, das wäre jetzt genau so ein Punkt, wo ich mich in einer gewissen Skepsis bestätigt fühle, weil wie gesagt, ich würde immer einräumen, als Pazifistin, Ruanda ist so ein Fall, wo ich zumindest echt Probleme habe, meine Grundsätze, die ich sonst vor Leidenschaft und überall verteidigen würde, wo ich einfach keine Lösung habe. So. Aber just bei diesem Fall ist, obwohl es die Warnung gab, nichts passiert. In anderen Fällen, Irak, wo es ja eher mit einer Lüge vorbereitet worden ist, hat es einen Krieg gegeben. In Afghanistan hat es jetzt 20 Jahre einen massiven Militäreinsatz gegeben, der offensichtlich sozusagen die Taliban nicht nachhaltig besiegt hat. Also dass so die Kriterien, nach denen das passiert, oder ich spitze es jetzt mal zu, kann es sein, dass das Potenzial, was auch die UN hätte als friedensstiftende Kraft, auch durch die NATO unterminiert wird? Ja, das würde ich persönlich nicht sagen. Ich glaube, im besten Fall geht es zusammen. Was natürlich, also da stimme ich dir völlig zu, so etwas wie die völkerrechtswidrige Irak-Invasion ist jenseits dessen, was ich als Responsibility to Protect ansehen würde. Es ist ja auch völkerrechtlich gewesen, also es war das auch genau nicht. Das heißt, mir geht es darum, jetzt auch nicht überall sofort Truppen hinzuschicken. Natürlich, das ist das allerletzte Mittel, was man anwenden darf. Und natürlich, ich sehe auch, dass es sozusagen die Gefahr eines Missbrauchs gibt. Und dass es gerade bei Alleingängen, und da sind die USA natürlich als militärisch sehr, sehr starke Macht in der Lage dazu, wie man dann auch gesehen hat, also zusammen mit Großbritannien, dass das extrem gefährlich ist. Und dass auch was, wenn man jetzt nicht nur den Fakt selbst sieht, sondern auch was dort passiert ist, was wir für Bilder von dort sehen mussten, das ist überhaupt nichts, was ich in irgendeiner Weise verteidigen möchte oder gutheißen möchte, sondern tatsächlich da ein absolut strenges Regelwerk, was eigentlich immer Stopp sagt, immer Stopp. Und vielleicht treffen wir uns dann sogar am Ende doch, also dass es vielleicht sich diese Schutzverantwortung, wenn man sie wirklich ernst nimmt, wenn man sagt, die Schutzverantwortung ist nicht als erster Schritt ist Prävention, zweiter Schritt ist Sanktion, dritter und Verhandlungen, diplomatische Verhandlungen und so weiter. Dass tatsächlich, wenn es zu diesem allerletzten Schritt kommt, dass man militärisch interveniert, ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber dass wir vielleicht genau beide am gleichen Punkt sagen würden, so, jetzt ist tatsächlich das Raushalten nicht mehr das moralisch Richtigere. Ich will noch einen Gedanken zu dem, wir führen ja hier keine Koalitionsverhandlungen, deswegen stehen wir nicht unter Druck, zu einem Fummelkompromiss zu kommen und können auch eine Kontroverse stehen lassen. Das ist ja das Schöne. Also ich meine, ich hätte auch gerne mich mit anderen Akteuren jetzt
wirklichen Lösung für sozial-ökologischen Umbau gestellt, aber die Pflicht, Formelkompromisse zu finden, die nicht zu haben, hat ja auch was Befreiendes. Deswegen ist es ja schön, dass man auch die Kontroverse stehen lassen will. Vielleicht nochmal ein Punkt, was mich auch immer ein bisschen mit angefeuert hat, war so eine Beobachtung, es gäbe ja, wenn es politische Kräfte gibt, die man aus objektiven Gründen bekämpfen, kleinhalten muss, wie immer mal den sogenannten Islamischen Staat, gäbe es ja vor einer Militärintervention immer viele, viele Möglichkeiten, die klein zu halten. Es beginnt damit, dass man sagt, alle Banken müssen sozusagen den sofort jegliche Kooperation stoppen und wenn sich jemand nicht dran hält, kriegt er weltweit in allen westlichen Ländern die Banklizenzen entzogen und keinerlei, also zu sicherstellen, dass die keine Waffenlieferung kriegen und. Also ganz viele Maßnahmen, die Akteure, die gewaltsamen Akteuren schwer machen und die sind irgendwie nie in der Konsequenz dann so ausgespielt worden und stattdessen ist dann immer sehr schnell die Frage im Raum, jetzt nicht dann doch ein Militäreinsatz. Und da würde ich immer eher sagen, bisher meine Funktion darin gesehen, zu sagen, ich rufe erst mal in Erinnerung, was es noch alles für Möglichkeiten gibt, weil ich habe eine Ahnung, warum so schnell die militärische Karte im Gespräch ist. Und die hat nicht immer was mit der besten Lösung und dem sozusagen Sorge um die Menschen zu tun, weil ja teilweise dieselben Akteure, die dann sozusagen militärisches Agieren ins Gespräch bringen, zugleich weggucken, wenn Erdogan mit islamistischen Truppenteilen in Syrien einmarschiert in kurdische selbstverwaltete Regionen und dort quasi einen kompletten Bevölkerungsaustausch vornimmt und so und dass man so die anderen Maßnahmen, die viel mehr stärken müsste. Also ich glaube, dass, da sind wir eigentlich auch eher im Konsens. Es ist natürlich, wie gesagt, erstmal alle anderen Mittel ausgereizt werden müssen. Ich erinnere mich an eine Rede von Navid Kermani zum Friedenspreis, wo er die rhetorische Frage stellt, darf ein Friedenspreisträger zum Krieg aufrufen? Und er deutete auf die Situation in Syrien hin und stellte zumindest die Frage erstmal in den Raum, ob da der Westen sich vielleicht doch auch zu sehr zurückgehalten hat, ob man sehenden Auges da auch eine Situation hat eskalieren lassen. Es gab eine rote Linie, die einmal benannt wurde von Obama, die Assad überschritten hat und dann ist nichts passiert. Die Frage ist offen und es mag sein, dass eine militärische Intervention der NATO oder mit einem UN-Mandat noch viel mehr Leid gebracht hätte. Aber trotzdem finde ich, dass man zumindest diese Fragen bedenken muss. Und was ich auf jeden Fall auch nicht unter den Teppich kehren will, ist, dass natürlich, wenn wir uns jetzt anschauen, insbesondere die militärischen sicherheitspolitischen Interessen der USA, die sich jetzt aus dem Raum Afghanistan zurückziehen, ich persönlich glaube nicht, dass das jetzt nur was damit zu tun hat, dass die USA sich auf Innenpolitik beschränken, sondern ich glaube einfach, dass die sicherheitspolitischen Interessen der USA sich in den Südpazifik verlagert haben. Und zwar nicht nur, weil China der große Rival ist, sondern weil die Rohstoffe der Zukunft dort sind. Und sagen wir mal, etwas zynisch gesagt, die gute Botschaft darin ist, dass wir vielleicht wirklich von den fossilen Energien wegkommen, das ist wirklich sehr zynisch gesagt, also dass die Ressourcen der Zukunft, selten Erden, Kobalt, all das, was wir wirklich für unsere digitale Zukunft brauchen, für das nicht hinten abfallen, dass das sich nicht mehr in Afghanistan abspielt. Also eher weg vom Nahen Osten hin nach Afrika verlagert sich auch mit den verschiedenen Energiequellen, sozusagen die militärischen Konflikte oder Felder der globalen Auseinandersetzung verschieben sich jetzt sozusagen zum nächsten Kontinent. Deswegen ist, glaube ich, wird das Thema, was wir jetzt hier angefangen zu bearbeiten, uns noch eine ganze Weile begleiten, weil ich glaube schon, dass die weltweite Sicherheitspolitik auf jeden Fall in einem Umbruch ist. Du sprichst das auch an, du sagst zum Beispiel dann zu USA, die Partie Kalter Krieg hatten sie gewonnen, aber plötzlich mussten sie erkennen, dass auf einem ganz anderen Spielfeld eine Partie in Gange war, deren Regeln sie weder diktieren konnten noch ausreichend durchschauten. Da wird so ein Umbruch angedeutet. Jetzt hast du es weiter ausgeführt mit den sozusagen neuen Rohstoffen, die Konflikte auch mit China und was dann in Afrika passiert. Umso auffälliger ist es, dass, wir haben über NATO, über UN gesprochen, kommen wir nochmal zu einer anderen internationalen Institution, den Internationalen Strafgerichtshof.
Es gibt 13 Situationen, die dort untersucht werden und nur 3 davon liegen außerhalb von Afrika. Es gibt mehrere Länder wie USA, Türkei, Saudi-Arabien, Russland, Syrien, die haben das Statut erst gar nicht ratifiziert. Ist das eine Institution? Also du benennst die Schwächen sehr gut und dann merkt man aber, wenn du drüber sprichst, es gibt ein trotz alledem. Das ist auch so eine Institution wie die UNO, wo man sagt, dass sie muss weiterentwickelt werden, um es positiv zu sprechen. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, ich meine, ich habe mich erst mit dem Internationalen Strafgerichtshof beschäftigt, als er schon Realität und auch schon so ein bisschen traurige Realität mit all den Schwächen war. Aber wenn ich mir auch nur Bilder anschaue von dem Moment, als diese Idee, als dieses römische Statut wirklich Realität wurde. Und ich meine, diese Vorstellung, das wäre auch vielleicht eine interessante Romanfigur, aber diese Vorstellung von einem Völkerrechtler oder einer Völkerrechtlerin, die Jahre und Jahrzehnte lang darauf hingearbeitet haben, dass es endlich so etwas gibt, dass man tatsächlich diese 4 großen Verbrechen der Menschheit, also Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Aggression, also Kriegsaggression, dass es einen Ort gibt, wo man tatsächlich hingehen kann und das anklagen kann. Das ist, und da bin ich wieder bei der Utopie, die Wirklichkeit wird. Und am Ende halte ich mehr von Utopien oder von Visionen, die Leute haben, die man dann versucht, in so eine Institution zu geben. Und dann muss ich sagen, ist es auch gleichzeitig eine Institution. Es gibt auch Utopien, die dann leider zu Totalitarismus geführt haben. Aber das kann man jetzt weder der UN noch dem Internationalen Strafgerichtshof vorwerfen. Die haben Fehler und sie haben Schwierigkeiten und sie haben Schwächen und sie reproduzieren eine globale Ungerechtigkeit. Aber es ist natürlich keine totalitäre Institution. Das kann man weiß Gott nicht sagen. Und ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass das Dasein dieser Institution es auch möglich macht, etwas weiterzudenken. Dass, wenn das nie Realität geworden wäre, man so in irgendwelchen Thinktanks immer weiter darüber rumspekuliert hätte. Und manchmal braucht es ja wirklich die Realisierung, um zu sehen, stimmt, das Problem haben wir einfach gar nicht vorausgesehen. Das ist ja, jetzt, wo es da ist, ist es total augenfällig. Und deswegen bin ich da ambivalent, aber am Ende doch, glaube ich, das ist doch mein Herzensbekenntnis zu einer Institution, was ich vorhin gerade noch für absurd erklärt habe, aber eigentlich doch. Und auch, wie soll ich jetzt etwas pathetisch gesagt, auch Menschen, die man liebt, da sieht man dann ja auch manchmal die Schwächen. Ja, wir könnten jetzt weitere internationale Kooperationen oder Institutionen durchnehmen, den UNHCR, die Weltgesundheitsorganisation, und immer über die Schwächen reden, und zugleich ist vollkommen klar, die großen Fragen, die die Menschheit umtreiben, wie wenden wir die Klimakatastrophe ab, wie verhindern wir oder dämmen wir weitere Pandemien ein, die Migrationsbewegungen, wie reagiert man darauf? All diese Fragen lassen sich wahrlich nicht im nationalen Tellerrand lösen, sondern erfordern in Zukunft noch mehr und intensivere und verbindlichere globale Kooperation. Insofern ist, glaube ich, die Frage, der man sich immer stellen muss, wie können diese Institutionen vom Strafgerichtshof über die UN bis hin zur Weltgesundheitsorganisation eher gestärkt und verbessert werden, damit vielleicht auch demokratisiert und unabhängiger, auch finanziell besser ausgestattet werden. Wir gehen jetzt in die finale Runde. Wir haben gesagt, auf keinen Fall länger als 1,5 Stunden. Und nach all diesen großen Fragen und diesen Büchern, über die wir gesprochen haben, will ich nochmal sagen, ganz aktuell, ne? Quasi ist das jetzt auch Prokrastinieren, ne? Weil das Buch Rückkehr zum Großgedruckten, was in der finalen Phase steht, die Lektorin ist schon hier und schaut mit den Füßen, es muss weitergehen, steht kurz vorm Abschluss. In Auch morgen berichtest du davon, wie du, und jetzt Zitat, die Hoffnung in die Literatur als mal transformatorische, mal aufklärerische oder mal tröstende Kraft verloren gabst. Ja, Nora Bossong schreibt sowas Ernüchterndes
und setzt sich danach an ein neues Buch. So viel Dialektik muss sein. Das erinnert ein bisschen an Karl Marx, der gesagt hat, ein richtiger Schritt ist wichtiger als Dutzend Programme, um sich danach hinzusetzen und eine Kritik des Gotha-Programms, also ein weiteres Programm, zu Papier zu bringen. Also, nachdem all die Hoffnung aufgegeben ist, warum schreibst du, denkst du und positionierst du dich weiter? Gibt es dann doch noch eine Antriebsquelle, dass es anders oder sogar besser wird? Vielleicht nicht alles, aber vieles. Ja, zum einen glaube ich, ich könnte es einfach auch nicht, einfach mich zurückzuziehen, wegzugucken und so den Kopf in den Sand zu stecken. Da würde ich mich unwohl fühlen. Und nachdem ich irgendwie in den letzten Texten immer sehr viel auch das Aufgeben von Hoffnung beschworen habe, was ich tatsächlich auch wichtig finde, weil Hoffnung kann Energie binden, die aber falsch gebunden ist. Wir hoffen auf etwas, was einfach nicht realisierbar ist, was nicht umsetzbar ist. Und diese Energie frei zu machen und wirklich auch ernüchtert auf etwas zu blicken und dann dadurch vielleicht auch Dinge zu sehen, die man sonst im Rosa-Rot nicht gesehen hat, finde ich durchaus wichtig. Deswegen bin ich auch mehr beim Pragmatismus als beim Idealismus. Aber tatsächlich geht es mir sicherlich auch durch die letzten anderthalb Jahre etwas gebeutelt, wie viele Menschen. Ich habe einfach keine Energie mehr zum Pessimismus. Ich muss jetzt optimistisch sein. Ich sehe es auch einfach nicht mehr ein. Als die Wahl zwischen Biden und Trump in die finale Runde ging, ich habe es einfach nicht mehr eingesehen. Ich habe nicht eingesehen, dass Trump wiedergewählt werden könnte. Ich hatte keine Energie mehr. Es gab irgendwie Leute um mich herum, die sagten, ja, es könnte aber doch wieder passieren. Ich so, nö. Also wenn es passiert, dann beschäftige ich mich genau dann damit. Aber wenn ich mir zwei Wochen vorher Gedanken mache, dass Trump ja eventuell wiedergewählt und was dann, also ehrlich gesagt, wenn ich irgendwas bewirken könnte, dann macht es Sinn. Aber wenn ich hier in Deutschland mal am Schreibtisch sitze und denke, ach ja, so, das ist nur Energie an die falsche Stelle, den falschen grauen Himmel gestoßen. Und was ich mir wünsche, was ich mir nicht nur für mich wünsche, sondern was ich mir generell wünsche, ist, dass nach einer Phase, in der wir sehr viel dystopisch erzählt bekommen haben, was ich auch wichtig finde. Ich glaube, auf die Klimakrise, Klimakatastrophe hätte man mit irgendwie einer netten, ja, wäre schön, mit mehr Bäume, da hätte man nicht die Aufmerksamkeit für bekommen. Das heißt, diese dystopischen Narrative waren wichtig, um wirklich mal aufzuzeigen, Leute, das steht auf dem Spiel. Und da rasen wir gerade mit einer Irrsinnsgeschwindigkeit drauf zu. Aber was ich mir dennoch wünsche, ist, dass wir wieder zurück zum utopischen, ich bin beim Wort immer ein bisschen vorsichtig, aber zu einer positiven Zukunftserzählung kommen. Dass wir zum einen nicht vergessen, was auf dem Spiel steht, und das ist klar, und dass wir darauf Antworten finden müssen und Lösungen finden müssen. Und in der Politik müssen die Antworten anders formuliert werden als beispielsweise in der Literatur, in der Publizistik. Da sind es dann vielleicht eher Fragen als Antworten, können vielleicht auch mal Antworten sein. Aber dass ich mir auch wünsche, dass man mal wieder eine Erzählung findet, in der beschrieben wird, ja, und das ist in 10 Jahren möglich. Und das glaubst du noch gar nicht, aber das ist in 10 Jahren möglich. Und das würde ich mir einfach wirklich gesellschaftlich wahnsinnig wünschen. Ja, vielen Dank. Bei Gramsci heißt das noch Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Und hier, sozusagen, war das so schön auf den Punkt gebracht, keine Energie mehr für Pessimismus. Ja, Sie waren dabei, als es anfing mit der Reihe Alles anders. Im November folgt dann die Fortsetzung, und zwar mit der preisgekrönten Schriftstellerin und Ehrenpräsidentin des PEN, Ursula Krechel, und im Dezember dann mit dem Wissenschaftler Stefan Lessenich, der vor kurzem das Institut Kritische Theorie, an dem einst Adorno und Marcuse und Habermas wirkten, übernommen hat. Um Sie neugierig zu machen, am 8. November, das ist dann der zweite Akt bei Alles anders, wagen wir mit Ursula Krechel einen Zeitsprung. Erst zurück und dann nach vorn. Also bleiben Sie dran und bleiben Sie uns von Alles anders gewogen. Und ein Riesendankeschön an Nora Bosson, die keine Energie mehr für Pessimismus hat.
Vielen Dank. Ich glaube, Sie können sich jetzt hier noch ein Getränk hinten holen. Da freut sich die Bar und die Volksbühne und Ihre Leber vielleicht auch. Kommen Sie gut nach Hause.